Herzlich willkommen an Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten. Ich bin mitverantwortlich für die Planung und Umsetzung der Konferenz Inverted Classroom and Beyond am 20. und 21. Februar an der Fachhochschule St. Pölten. Anmelden jetzt. Und ich habe hier eine großartige Referentin hier bei mir und ich bitte Sie, sich vorzustellen. Ja, mein Name ist Claudia Vogeler. Ich bin Mitarbeiterin der Arbeitsstelle Studium und Didaktik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg und arbeite dort in dem Projekt Medien 4.0 in Studium und Lehre. Das heißt, meine Hauptaufgabe ist es, Lehrende dabei zu beraten, wie sie digitale Medien in der Lehre einsetzen können. Cool. 4.0 hinten dran, Wahnsinn. Ich bin nachhaltig beeindruckt. Gut, dann zum WordWeb. Das größte Potenzial des Inverted Classroom Modells ist die Selbststeuerung von Lernprozessen durch Studierende. Einem Kollegen, einer Kollegin, die sagt, ich möchte mit dem anfangen. Empfehlen Sie was? Mit kleinen Schritten anzufangen und nicht gleich alles über den Haufen zu werfen. Eine oft zu hörende Rückmeldung, eine positive Rückmeldung von Lernenden ist was? Mal sehen. Ja, am Anfang ist es zwar sehr anstrengend, sich darauf einzulassen, dann ist es aber sehr schön, in Veranstaltungen selber mehr Zeit zum Diskutieren, zum Projektarbeiten und zu all dem, was eigentlich Spaß macht am Lernen, zu haben. Okay, und woran merken Sie selber als Lehrende den Unterschied? Ich finde, dass Studierende besser vorbereitet kommen. Das ist meine Erfahrung. Und dass man dann auf einem ganz anderen Niveau wirklich auch in die inhaltliche Arbeit einsteigen kann, ja, weil man sich eben Zeit freigeschaufelt hat, ja, genau, zu vertiefen. Genau. Ihr persönliches ICM-Motto ist daher? Anfangen, es ausprobieren, machen. Sehr schön. Bei der Konferenz freuen Sie sich auf? Ja, viele unterschiedliche Beiträge, Anregungen für die eigene Arbeit, ja, und das Kennenlernen von ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Wunderbar. Was werden Sie bei der Konferenz einbringen? Ich werde einen Posterbeitrag einbringen. Es geht dabei um das E-Portfolio und die Frage, wie das E-Portfolio als formatives Assessment-Format eingesetzt werden kann, um eben zum einen den Lernenden Anknüpfungspunkte für ihre eigenen Lernprozesse zu geben, Kompetenzentwicklung zu reflektieren und ja, letztlich die Frage, die dahinter steht, ist, wie Lehrende diese Ergebnisse, die dort formativ im Lernprozess ja präsentiert werden von den Lernenden, wie sie die nutzen können, um eben auch ihre eigenen Unterrichte zu gestalten, im Sinne des Inverted Classroom. Interessant. Interessant. Welche Erfahrungen haben Sie jetzt schon damit gemacht? Also es ist so, dass an verschiedenen Stellen bei uns in der Hochschule das E-Portfolio schon eingesetzt wird, dass es jedoch häufig auf einer eher so freiwilligen Basis mehr oder weniger läuft. Das heißt, es wäre ganz schön, wenn ihr ein E-Portfolio führt, aber so richtig fest in den Unterricht eingebunden ist es eigentlich meistens nicht. Deswegen habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie eigentlich ein didaktisches Konzept aussehen kann, um auch wirklich die E-Portfolio-Arbeit fest im in der Lehre zu verankern, in den Lernprozessen zu verankern. Und wie eben auch die Zwischenergebnisse, die dabei eigentlich entstehen, dann für die Unterrichtsgestaltung letztlich genutzt werden. Ja. Also was ich präsentieren werde, ist eher das didaktische Konzept. Ja. Wie öffentlich sind diese E-Portfolios? Das entscheiden die Lernenden selber. Sie haben die Möglichkeit, also sobald sie etwas gestaltet haben, das freizugeben und sie können selber entscheiden, ob sie das auf einer globalen Ebene machen möchten oder ob sie sagen, ich gebe das nur einer ganz speziellen Gruppe von Menschen, zum Beispiel meiner Lernendengruppe, oder ich gebe es auch tatsächlich nur einzelnen Personen. Also das liegt in der Hand der Lernenden. Klingt nach Mahara. Genau. Wie habe ich das erraten? Okay. Ja, das ist tatsächlich unsere Umsetzungsvariante. Ja. Und in der freiwilligen Version, wie viele Studierende machen das dann tatsächlich? Anfangs sind es tatsächlich relativ viele, die sich darauf einlassen. Das nimmt mit der Zeit ein bisschen ab. Liegt aber auch daran, dass eben, wenn Lehrende das nicht wirklich moderieren und begleiten, einfach das Interesse mit der Zeit nachlässt. Und der Aufwand ist ja letztlich auch relativ groß, den Lernende da auch reingeben müssen, um das vernünftig zu pflegen. Und insofern ist unsere Empfehlung einfach zu sagen,
Gebt gute Reflexionsfragen, leitet die Studierenden an bei der Reflexion, nur dann können sie es auch tatsächlich leisten. Ja. Denn die Arbeit mit dem E-Portfolio erfordert natürlich schriftsprachlich schon eine ganze Menge. Also die eigenen Kompetenzen zu reflektieren, ist gar nicht so banal, wie man vielleicht denkt. Ja. Ja. Jetzt, ich halte das E-Portfolio als einem, eigentlich einen wesentlichen Motor für ein wirklich umfassendes Konzept von Inverted Classroom Modell. Also ich glaube eigentlich eben im Sinn von Selbstreflexion und Selbststeuerung, dass das ein ganz ein wesentliches Element von einem wirklich gut geplanten und umgesetzten ASM-Konzept ist, oder? Absolut, absolut. Denn gerade wenn man sich überlegt, wie können eigentlich, wenn wir sagen, wir wollen kompetenzorientierte Lehre umsetzen und wir wollen, dass Studierende bestimmte Learning Outcomes erreichen, genau, dann müssen wir uns ja auch fragen, wie wollen wir das denn eigentlich abprüfen? Und da sind summative Leistungsüberprüfungen wie zum Beispiel Klausuren, die wirklich nur punktuell Wissen abfragen, in der Regel nicht so geeignet. Ja. Und deswegen ist natürlich die Frage, wie kann man das eigentlich machen? Lernprozess integriert und begleitet, tatsächlich auch Prüfungsleistungen abzufordern und Zwischenergebnisse zu generieren, die dann eben auch für die Unterrichtsgestaltung letztlich wieder genutzt werden können. Also das ist letztlich so eine Art Kreislauf, wenn man das E-Portfolio gut aufsetzt, wo die Lernenden wissen, an den Stellen muss ich weiterlernen. Die Lehrenden wissen, okay, da fehlt noch was oder da ist irgendwas noch nicht so, wie es sein sollte. Da kann ich mein Lehrhandeln auch entsprechend anpassen. Und ja, die Zwischenergebnisse, die entstehen, können eben auch als Prüfungsleistung letztlich genutzt werden. Ja. Also insofern ist es wirklich ein umfassendes Konzept, ja. Ja, das klingt wirklich super spannend. Ich freue mich darauf, dass Sie bei der Konferenz teilnehmen werden und freue mich darauf, dass wir dann Sie in St. Pölten begrüßen dürfen. Bis dahin, alles Liebe. Vielen Dank, auf Wiedersehen.